Ich wünsch mir so ein Gelee aus Cola. Ach, kann ich machen. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Ich weiß, wie man das macht. Also, ich habe eine Cola. Genau das, was ich brauche. Die öffne ich und trinke erstmal ein bisschen. Das schaffe ich sogar ohne Hände. Voll lecker. Oh, oh, oh. Bloß nicht das. Irgendwie ist mir nicht gut. Das stinkt aber. Tut mir leid, habe ich selber nicht erwartet. Also, jetzt wird es Zeit für die Skittles. Ich glaube, meiner Schwester wird das gefallen. Und jetzt brauche ich Ahornsirup. Den gebe ich direkt in die Flasche. Jetzt einfach nur den Deckel wieder drauf. Und einmal gut durchschütteln. Ups, der Deckel klebt fest. Helft mir! Ich krieg diese Flasche nicht mehr ab. Ups. Ist alles in Ordnung? Ja, ja, mir geht's gut. Oh nein, klebt das etwa immer noch? Ah nee, scheint wieder in Ordnung zu sein. Ach, typisch Kinder. Let's go! Super, jetzt muss ich nur noch diese Flasche einfrieren. Dafür benutze ich extra Gefrierspray. Perfekt. Oma, bist du eingeschlafen? Mach weiter. Ich glaube, das ist übertrieben. Ich mache das alles viel einfacher. Dafür nehme ich mir etwas Honig. Meine Kleine liebt Honig. Und leg ihn in Eis. Das war's auch schon. Und mehr willst du nicht machen? Natürlich nicht. Also, ich nehme mir Cola. Weg mit dem Deckel. Ab in die Pfanne. Und da kommen jetzt ein paar Gummibärchen rein. Cola-Gummibärchen natürlich. Und obendrauf kommt noch ein bisschen Gelatine. Jetzt alle schön umrühren. Und wieder in die Flasche gießen. Das geht viel einfacher mit einem Trichter. Das sieht jetzt schon richtig appetitlich aus. Jetzt kann ich diese Flasche einfrieren. Das ist meine letzte Erfindung. Super Freeze. Na also. Oh, wow. Bravo. Ach, Dankeschön. Ich glaube, das ist ein Meisterwerk. Ach ja, tatsächlich. Ich muss meinen Honig auch noch rausnehmen. Oh, der ist ganz schön kalt geworden. Da frieren meine Hände. Ich hoffe, ich kann die noch ein bisschen aufwärmen. What? Na also, der Oma geht's gut. Baby, hier sind deine Gelees. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich nehme mir einfach diesen Honig hier. Mal sehen, mal sehen. Wow, Honiggelee, das ist ja ganz schön originell. Schmeckt nicht schlecht. Einigermaßen. Das ist ja meine Lieblingscola. Die sieht ja interessant aus. Probieren wir mal. Oh, da kommt ja kaum was raus. Aber mal sehen, wie es schmeckt. Oh, gefällt mir gut. Dankeschön, Chefkoch. Und was haben wir hier noch? Oh, das Gelee von meiner Schwester. Oh, das sieht ja toll aus. Probieren wir mal. Einfach super. Awesome. Das ist das beste Gelee, das ich probiert habe. Schwesterherz, du hast gewonnen. Ich? Oh, wie toll. Dankeschön. Gut gemacht, Kleines. Als nächstes wünsche ich mir Waffeln. Oh, eine tolle Wahl. Was? Ah, davon verstehe ich was. Ich habe keine Ahnung, wie man Waffeln macht. Um einen Waffelteig zu machen, braucht man Mehl, Eier und Butter. Jetzt füge ich noch etwas Zucker und Milch hinzu. Wo bleibt mein Schneebesen? Ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Alle schön umrühren. Oh, das sieht ja gruselig aus.
Super, Oma. Ach, das ist doch so altmodisch. Ist doch viel einfacher, einen Mixer zu benutzen. Damit kann man Kräfte sparen. Ich habe auch schon eine Idee. Ich packe meinen Teig in verschiedene Schüsseln und vermische ihn mit verschiedenen Lebensmittelfarben. Brauchst dir gar nicht die Mühe zu machen, du hast keine Chance gegen mich. Das werden wir noch sehen. Was für ein Blödsinn. Ich werde mir gar keine große Mühe geben. Ich benutze einfach Nutella. Hey! Die kommt in meinen Teig. Alles schön umrühren. Ich meine, Schokolade liebt jeder. Ab aufs Waffeleisen. Oh, was für eine heiße Waffel. Die würde ich gerne selber aufessen. Probieren wir mal. Ja, das ist einfach genial. Schmeckt super lecker. Hey, du hast das Baby ganz vergessen. Mach doch nichts. Ich habe noch genug Teig. Du wirst doch die Waffel schon wieder aufessen. Ich habe alles unter Kontrolle. Hier kommt meine erste Waffel. Riecht super. Aha. Meine Waffel wird aber trotzdem besser sein. Das werde ich dir gleich zeigen. Du hast keine Chance gegen die Oma. Das wollen wir noch sehen. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Ach, diese Waffeln schmecken einfach super lecker. Ich krieg einfach nicht genug davon. Hast du etwa alle Waffeln aufgegessen? Was? Nein, ganz und gar nicht. Ich mach gleich noch eine. Seht ihr? Ups, ich habe keinen Teig mehr. Och, Menno, wie konnte das denn bloß passieren? Ich habe eine Idee. Ich hatte hier doch irgendwo noch ein paar Nudeln. So, da muss ich jetzt ein bisschen kochendes Wasser reingeben. Und in ein paar Minuten sind die Nudeln fertig. Jetzt kann ich die einfach ins Waffeleisen packen. Und einmal schön durchbacken. Den Rest kann ich aufessen. Das schmeckt voll lecker. Wie kann man nur so viel essen? Viel Fraß. Meine perfekte Waffel ist bereits fertig. Die sieht großartig aus. Die schneide ich in zwei Stücke. Und gebe ein bisschen Schlagsahne hinzu. Ein paar Streusel nicht vergessen. Ist richtig hübsch geworden. Aber die Oma hat ihr eigenes Erfolgsgeheimnis. Etwas Eiscreme, Erdbeeren und Streusel. Wunderbar. Puderzucker. Interessant. Die Oma macht das ja richtig toll. Okay. Ich muss mir noch irgendwas überlegen mit dieser Waffel. Ah, tatsächlich. Ein bisschen Käsepulver. Ups, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Achi. Jetzt bin ich voller Käsepulver. Geht's dir gut? Du siehst ganz schön schmutzig aus. Ah, jetzt bin ich wieder in Ordnung. Und dieses Pulver kann ich noch ablecken. Voll lecker. Ach, schon mal was von Tischmanieren gehört? Wollt ihr was? Nein, danke. Nudelwaffeln ist ja voll ungewöhnlich. Probieren wir mal. Sowas habe ich noch nie probiert. Schön knusprig, aber schmeckt ganz und gar nicht. Furchtbar. Och, Menno. Oh, Regenbogenwaffeln. Sieht ja schön aus. Probieren wir mal. Gar nicht schlecht. Ja, hab ich's doch gewusst. Oh, sind das etwa Waffeln mit Eiscreme? Und auch noch ein bisschen Erdbeeren und Puderzucker? Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Sieht schön aus. Oh, das ist die perfekte Waffel. Ich liebe es einfach. Oma, du hast gewonnen. Das schmeckt super. Oh ja! Beginnen wir mit einer einfachen Aufgabe. Mach mir Pommes frei. Kinderleicht. Wird gemacht. Ich wollte gerade lernen, gut zu kochen.
Während alle Kartoffeln schälen, bereite ich lieber Öl zu. Man kann übrigens nie zu viel davon haben. Das Öl ist fast kochend heiß. Das bedeutet, dass dann der Zeit ist, die Pommes frei hineinzuschütten. Nein! Stopp! Ah, es plätschert! Es ist heiß! Hilfe! Was machst du? Du hast uns fast mit kochendem Öl angeheizt. Das Öl muss man sehr vorsichtig einschenken. Dann werden die Kartoffeln gleichmäßig gebraten. Nichts Schweres. Okay. Die Pommes frei sind fertig. Es fehlt nur noch ein wenig Soße. Pommes frei? Ich glaube, das ist nur gebratene Kartoffel. Ich habe richtige Pommes frites gemacht. Aber das ist noch nicht alles. Ich schaffe aus normalen Pommes frites eine echte Delikatesse. Ich brauche etwas Speck, Soße und natürlich Rosmarin. Das riecht so lecker. Genau, ich habe noch nicht alles verloren. Warum kann man nicht die Weingummikartoffeln verwenden? Man sagt, wenn man sie in Erdbeeresirup taucht, schmecken sie noch besser. Okay. Wow, ich fange jetzt die Köstlichkeiten mit den Kartoffeln in der Mitte an. Oma, das schmeckt wirklich cool. Oh je, ich hasse Rosmarin. Es tut mir leid, Frau Chefköchin, aber es hat mir nicht geschmeckt. Die Idee mit Weingummikartoffeln fand ich allerdings gut. Jetzt weiß ich nicht, wen ich als Gewinner auswählen soll. Oma wird die Gewinnerin sein. Hurra! Dieses Mal ist die Aufgabe schwieriger. Ihr müsst Sushi machen. Come on! Wird gemacht. Ich habe das beste Rezept aller Zeiten. Sushi, Sushi. Ja, auf dem Dorf hat man keine Ahnung, was Sushi ist. Weißt du was? Ich mache so cooles und leckeres Sushi, das ihr euch nicht vorstellen könntet. Gewöhnliche Sushi zu machen ist langweilig. Sushi aus Süßigkeit ist eine andere Sache. Und drinnen wird es köstliche Schlagsahne geben und Kaugummiaugen und Gummibärchen. Sehr schön. Und natürlich soll man den Schokoladensirup nicht vergessen. Das ist eine interessante Idee. Mein Sushi wird bald auch fertig. Das Wichtigste ist, den Anweisungen des Küchenchefs genau zu folgen. Aber noch nichts Schwieriges. Nichts Schwieriges? Mal sehen, wie eklig deine Sushi werden. Ich weiß auch, wie man Soße hinzufügt. Man soll kein Wunderkind sein. Wie heißt das? Avocado? Das Wichtigste ist, es perfekt zu rollen. Was du, Oma, sicherlich nicht kannst. Tada, das perfekte Sushi ist fertig. Oh, es sieht furchtbar aus. Ich wusste nicht, dass euer Sushi so hässlich ist. Es ist an der Zeit, Sushi in Lachs zu wickeln. Das Wichtigste ist, genug Fisch zu legen, ihn in dicke Scheiben zu schneiden. Und die Sojasauce soll man nicht vergessen. Fisch, sagst du? Okay. Wird gemacht. Geschafft. Ich hoffe, es ist köstlich. Wow! Das Sushi von Chefköchin sieht auf jeden Fall attraktiver aus. Aber ich habe eine Idee. Warum kann ich nicht einfach Gurkensushi machen? Es ist köstlich und gesund zugleich. Und eklig. Warum so? Gurke ist die perfekte Zutat für Sushi. Man soll nur noch mehr Reis zugeben. Das sieht nicht appetitlich aus. Warte mal, das ist noch nicht alles. Also, seht euch diese Schönheit an. Was ist denn das? Ich habe noch nie Sushi aus Gurke und Reis gesehen. Igitt, ich werde das nicht einmal probieren. Ich würde aber gerne mal süßes Sushi probieren. Oh, es schmeckt gut.
aber ganz und gar nicht herzhaft. Ein letzter Kandidat übrig. Wow. Da ist es, das echte Sushi. Herrin Chefköchin, Sie haben gewonnen. Danke, aber das war offensichtlich. Ich hoffe, jeder kann eine Waffel machen. Ich habe gehört, dass man mit dem Teig beginnen muss. Ich glaube nicht, dass ich ein Problem damit haben werde. Jetzt ist an der Zeit, Zucker hinzuzufügen. Dann vermische ich alles. Super. Und jetzt noch ein bisschen Mehl. Aua, ich glaube, ich habe etwas in meiner Nase. Wow, was für eine Waffel wirst du haben. Nicht schlimm, ich habe genug Mehl, um eine leckere Waffel zu backen. Oh, ich habe die ganze Packung benutzt. Es soll so sein. Ich soll nur alles gut umrühren. Jetzt kann mein fertiger Teig in das Waffeleisen gegossen werden. Das werden die leckersten Waffeln sein, die meine Schwester je gegessen hat. Der Teig ist wirklich lecker geworden. Und vor allem keine Eierschalen. Ich hoffe, dass es eine gute Waffel ergibt. Jeder hat Zucker hinzugefügt, aber ich weiß, dass Zucker schädlich für Gesundheit ist. Also füge ich stattdessen eine ganze reife Aubergine hinzu. Also besser, ich mache den Teig daraus. Ich soll sie nur einreiben. Fertig. Und jetzt füge ich noch Eier hinzu. Und noch Mehl. Ich rühre alles um. Und noch ein bisschen Kräuter. Das klingt sogar eklig. Aber dieser Teig ist so viel gesünder als eure. Jetzt kann er in das Waffeleisen geschüttet werden. Und man soll nicht die Sanduhr vergessen, damit die Waffel nicht anbrennt. Ja, die Sanduhr ist sehr nützlich. Hey, hey, mein Waffel ist verbrannt. Heiß, es ist heiß. Aber nicht schlimm. Mit Schlagsahne, Beeren und Schokoladensirup überdecke ich ihr unschönes Aussehen. Na und? Sie sieht super aus. Und zu meiner Waffel gebe ich traditionell Ahornsirup. Ein Stück Butter wäre auch super. Es sieht so köstlich aus. Und ich schmücke meine ohnehin schon gesunden Waffeln mit gesunden Kräutern. Probiere ich alles mal. Ich fange damit an. Igitt, Bruder, deine Waffel sieht verbrannt aus. Das möchte ich nicht essen. Und was ist das? Ekelhaft! Diese Waffeln schmecken nach Kräutern und Aubergine. Ich hasse sie. Und das ist etwas Köstliches. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Oma, du gewinnst diese Runde. Hurra, ich habe mich nicht umsonst so viele Mühe gegeben. Ich möchte danach eine schöne Tasse Kaffee trinken. Wow. Wird gemacht. Sehr leicht. Mir ist gerade eine brillante Idee eingefallen. Heißer Kaffee ist langweilig. Heute ist kalter Kaffee in Mode, zum Beispiel Frappuccino. Man soll eine Menge Eis in ein großes Glas legen. Dann soll man etwas zu köstlichen Schokoladensirup hinzufügen. Und natürlich soll man den Kaffee selbst nicht vergessen. Er ist übrigens von Starbucks. Auch ein Twix-Schokoladenshake wäre definitiv nicht fehl am Platz. Ich schlage es ein wenig auf und verwende anstelle von Milch. Ich denke, ich werde einen klassischen Kaffee kochen. Ich habe Pulverkaffee dabei. Ich weiß, dass meine Enkelin es mag. Also, es reicht. Zum Schluss soll man noch Shake hinzufügen und darüber noch Schlagsahne.
und etwas Schokoladiges. Oreo-Kekse und Schokoriegel. Natürlich soll man den Strohhalm nicht vergessen. Jetzt bin ich mit dem Kaffeekochen dran. Ich werde richtigen Kaffee kochen. Ich verwende eine Waage, um die richtige Menge an Bohnen abzumessen. Ja, das reicht. Ich mahle sie mit der Kaffeemühle, bis sie genau richtig sind. Schaut und lernt. Und nur jetzt gieße ich kochendes Wasser über den Kaffee. Kocht man wirklich so den Kaffee? Super. Jetzt schenke ich den Kaffee in eine Tasse. Und die Kaffeemilch kann ich auch mit der Hand aufschlagen. Auch die Servierregeln soll man nicht vergessen. Seht euch diese Schönheit an. Ich fange mit dem Kaffee in der Mitte. Oma, ich erkenne diesen Kaffee immer wieder. Und es ist an der Zeit zuzugeben, dass ich ihn überhaupt nicht mag. Okay. Und dieser Kaffee sieht schöner aus. Köstlich, aber für mich ein bisschen bitter. No. Der letzte Kandidat kann noch gewinnen. Mm, das ist wirklich cool. Bruder, du gewinnst diese Runde. Ja, endlich. Ich frage mich, was erwartet uns in der ersten Challenge? Aha, die wünscht sich eine Limonade. Na, mal sehen, wer was machen wird. Die Oma fängt an mit einer Zitrone. Sie schneidet sie in Scheiben und gibt etwas Zucker hinzu. Hey, Oma, jetzt beruhig dich doch. Die Zitronen haben dir doch nichts gemacht. Entspann dich, ist alles in Ordnung. Jetzt geben wir etwas Sprudelwasser mit hinzu. Super, schön umrühren. Ein bisschen Eis, etwas Minze. Gut gemacht, Oma. Jetzt ist die Chefköchin dran. Ach, ich zeig euch, wie man eine richtige Limonade macht. Übrigens, das ist mein Lieblingsrezept. Zuerst nehme ich mir eine Gurke und schneide sie in dünne Scheiben. Oh, das riecht ja gut. Jetzt geben wir etwas grünen Tee mit hinein, meine Lieblingssorte. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Limette. Ein paar rein, ein paar nach draußen und natürlich noch etwas Gurke. Oh. Minze darf auch nicht fehlen. Oh, das ist ja voll cool. Moment mal, was soll ich denn machen? Wobei, ha, das ist eine gute Idee. Ich benutze einfach diese Limo hier. Und gib noch ein paar Beeren mit hinein. Und je mehr Zucker, desto besser. Alles schön durchmixen. Und in die Limonade geben. Und etwas Beerensirup darf nicht fehlen. Hier noch etwas Früchte drauf. Gut gemacht, Jane. Schaut euch diese Limonaden an. Mary wird sie lieben. Oder wird ihr Großmutters Rezept mehr gefallen? Oder vielleicht die Limonade der Chefköchin? Das werden wir gleich erfahren. Also Mary, mach dich ans Zeug. Zuerst probiert sie die Limonade des Chefkochs. Hä? Scheint ihr ja gar nicht zu gefallen. Unglaublich. Oh. Let's go! Na gut, jetzt geht's weiter. Das ist die Limonade der Großmutter. Hm, nicht schlecht. Das Einzige, was übrig ist, ist die Limonade der Schwester. Ich frag mich, was Mary am meisten gefallen wird. Oh, wow. Wir haben einen Gewinner. Und er heißt Jane. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wohlverdienten Sieg. What? Oh, so eine Menge Essen. Was machen wir diesmal? Fisch? Wow, das habe ich nicht erwartet. Mal sehen, wer den am besten zubereiten wird. Die Oma scheint keine Zeit zu verlieren. Sie nimmt sich ein Stück und legt es auf die Pfanne. Na gut, probieren wir mal. Ich mag diesen Gestank nicht. Ich spiele so lange was. Aha, es ist Zeit, den Fisch zu wenden. Ein wenig Salz. Jetzt noch Pfeffer. Wunderschön, einfach wunderschön. Was? Niemand von euch weiß, wie man Fisch richtig zubereitet. Aber ich werde es euch gleich zeigen. Für den Anfang brauchen wir ein bisschen Orangen, ein paar Gewürze und etwas Öl. So, damit panieren wir unseren Fisch und braten ihn. Das alles werden wir jetzt auch noch gebrauchen. Das alles geben wir nämlich in den Mixer. Ein bisschen Orangensaft für den Geschmack. Und jetzt machen wir die Soße. Habt ihr jemals etwas probiert, was so lecker sein würde?
Fertig ist unser Fisch. Wir legen ihn auf den Teller. Jetzt brauchen wir noch ein paar Limetten. Und noch ein bisschen Soße, damit auch alles schön süß aussieht. Das perfekte Gericht. Oh, Kind, was machst du denn da? Oh nein, Jane. Du hättest auf den Fisch aufpassen sollen. Du hast die ganze Zeit ja nur gespielt. Sieht nicht gerade appetitlich aus, muss ich zugeben. Der Fisch der Oma gefällt mir wunderbar. Aber der Fisch der Chefköchin noch besser. Aber was wird Mary gefallen? Alles klar, dieses Stück will sie gar nicht erstmal probieren. Das Gericht der Oma gefällt ihr richtig gut. Und was sagt sie zum Gericht der Chefköchin? Restaurantessen scheint überhaupt nicht in Marys Geschmack zu sein. Tut mir leid, Chefköchin. Diesmal wurde das Herz von der Großmutter erobert. Es wird Zeit für die nächste Runde. Mal sehen, diesmal soll es ein Muffin sein. Welcher unserer Kandidaten wird der geschickteste Bäcker sein? Na, die Oma weiß alles übers Backen. Sie fängt sofort an, den Teig zu machen. Schaut euch dieses Tempo an. Großartig. Oma hat alle Zutaten hinzugefügt. Jetzt wird es Zeit, alles schön umzurühren. Wir schlagen den Teig vorsichtig auf. Und jetzt brauchen wir ein paar Muffinförmchen. Oh, die sind ja schön. Jetzt gießen wir vorsichtig den Teig hinein. Jetzt brauchen wir die Muffins nur noch in den Ofen zu legen. Großartig. Gut gemacht, Oma. Jetzt heißt es abwarten. Und was macht die Chefin? Der Teig scheint fast fertig zu sein. Jetzt gibt sie da ein paar Beeren rein. Wow, die schlagen wir gemeinsam mit dem Teig auf. Was machen wir jetzt? Ach so, wir brauchen die Formen. Da kommt jetzt der Teig rein und ab in den Ofen. Großartig. Oh, das ist ja toll. Und was mache ich da? Oh, das ist voll langweilig, diesen Teig aufzuschlagen. Moment mal, ich habe eine Idee. Hier, ich muss einfach diesen Lifehack hier benutzen. Ah, das ist ja ganz einfach. Wow! Und das wird richtig lecker. Yeah! Alles klar, das muss ich ausprobieren. Okay. Na, mal sehen, ob dieser Lifehack auch funktioniert. Wir geben etwas Kakaopulver und Schokoladensirup in die Milch. Jetzt schön umrühren, die entstandene Mischung in ein Glas geben. Wir brauchen noch nicht einmal einen Ofen, nur eine Mikrowelle. Großartig. Jetzt stellen wir das Glas in die Mikrowelle. Jetzt heißt es abwarten. Oh, ich glaube, die Muffins der Oma sind fertig. Was für eine schöne Kruste und der Geruch. Wir packen die Muffins auf den Teller und geben etwas Puderzucker obendrauf. Der Muffin der Chefin scheint auch richtig gut zu sein. Jetzt noch ein bisschen Schlagsahne drauf, ein paar Beeren und etwas Sirup. Richtig schön viel Schlagsahne. Perfekt. Mein Muffin ist auch fertig. Ich hoffe, dass er auch lecker ist. Riecht super. Also ich würde ihn gerne probieren. Ich bin mir sicher, dass meine Enkelin die richtige Wahl treffen wird. Womit soll ich anfangen? Ein Cupcake in einem Becher? Sieht ja seltsam aus. Na, so lala. Was haben wir sonst noch? Oh, nicht schlecht. Aber ich bin auch nicht begeistert. Wow, was für ein riesiger Muffin. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu probieren. Mann, ist das lecker. Dieser Muffin hat gewonnen. Tja, die Chefköchin hat diesmal gewonnen. Was für ein Dessert. So eine Menge Essen. Was erwartet uns diesmal? Eine Suppe? Was ist deine Lieblingssuppe? Schreib uns das in den Kommentaren. Vielleicht wird sie dann im nächsten Video auch gekocht. Aha, die Köchin macht sich ganz schön ernst an die Sache. Sie vermischt alle möglichen Zutaten. Ohne Wasser geht natürlich keine Suppe, nicht wahr? Jetzt noch etwas Sahne und Butter. Noch ein paar Gewürze hinzufügen. Jetzt sei mal vorsichtig. Sieht so aus, als ob die Zutaten für diese Suppe nie ausgehen werden. Und auch noch ein paar Garnelen. Jane hat irgendwie viel zu viel Spaß. Hey, es ist Zeit, ernsthaft an die Sache ranzugehen. Die Oma ist nämlich schon fast fertig mit ihren Zutaten. Ah, die hat wohl vor, eine Pilzsuppe zu machen. Das sieht ja toll aus. Hier kommt noch Sahne mit hinein. Und jetzt alles schön durchmixen. Oh, die Oma macht ja eine richtig tolle Suppe.
Ich kann mich an nichts erinnern. Muss das auch noch mit in den Topf? Nicht schlecht, aber nee, brauche ich nicht. Oh, Käse. Den werfe ich einfach hier rein. So, jetzt Wasser mit reingeben und schön umrühren. Ha, das ist ja gar nicht schwer, eine Suppe zu kochen. Jetzt kommen da noch Karotten mit hinein. Super. Wow, was für ein cooles Ding. Muss ich mal ausprobieren. Los geht's. Alles schön aufschäumen. Jetzt wird's Zeit, meine Suppe zu servieren. Das ist übrigens mein exklusives Rezept. Was meinst du, Großmutter? Ah, was für Amateure. Hier fehlt noch das Tüpfelchen auf dem i. Voila. Welche Suppe wird Marys Herz erobern? Janes Suppe sieht ziemlich ungewöhnlich aus. Großmutters Pilzsuppe sieht wunderbar aus. Und die exquisite Suppe der Chefköchin ist allerhand. Okay. Mary, entscheide dich. Das riecht ja komisch. Sind das etwa Pilze? Ich hasse Pilze. Probieren wir das mal. Sieht interessant aus. Nee, ist wirklich nicht mein Ding. Und jetzt die dritte Suppe. Sieht echt schlimm aus. Wow, das ist die beste Suppe, die ich je probiert habe. Wir haben einen Gewinner. Wow, Jane, herzlichen Glückwunsch. Ein unglaublicher Sieg.